Okay. Ja. Haus in der Küche. Hier schaut es alles so umzugmäßig zwischen Ja gut, das wird ja meinen gar nicht gefilmt. Akten, Beauty und Ich so. Und versuche das. deswegen ist es so, ich Kommt ein lege halt schwarzer. sehr viel Wert auf gesunde Ernährung und Ja. super Kommt ein leckeres schwarzer Essen. Balken hin. Ja. Ja, was habe ich gemacht? Also ich habe Knoblauch angeschwitzt. Und dann, nachdem, also ich habe Butter erst reingetan, habe das mit diesem Stäbchen rumverwühlt, weil man das besser durchmischen Oh kann. Das habe ich von anderen großen, also nordasiatischen Köchen, in der japanischen Küche, in der koreanischen Küche, also so abgeschaut, Ja. gelernt. Ja, wie heißt eigentlich das Gericht? Wie heißt denn das eigentlich? Ja, ich habe das eigentlich selber Natürlich mal Kartoffeln. entworfen. Das ist eigentlich Hoppla, keine Ahnung. du bist Ja, dagegen ist egal. gekommen. Nein, das ist nicht egal. Keine Moment, Ahnung. Ja, ist das irgendwas sollte Schwarzes. eigentlich nicht passieren. Ja, gut. War sein Hausgeist. Nee, das warst du. Nee, ich bin doch hier vorbei. Ich glaube da Und auf nichts. jeden Fall, nee, ich habe noch keinen, das ist ganz neu, das Gericht, das habe ich entworfen. Ich habe überhaupt noch keinen Namen dazu. Ich erkläre jetzt erstmal, was ich gemacht habe. Also die Butter, habe die so verrührt, dass sie sich alles verteilt. Dann habe ich Knoblauch angeschwitzt, also so gehackt, nicht gepresst. Pressen soll man das nie. Und das ist also praktisch, da habe ich spanischen Knoblauch genommen, weil der den besten Geschmack hat. Und ja. Was habe ich danach gemacht? Danach habe ich Oystersoße genommen. Ich nehme am liebsten so thailändische Oystersoße. Das kann ich später zeigen. Mache ich später. Und habe das mit diesem, das sind hier Shiitake-Pilze. Also praktisch, ja, habe so eine Soße gemacht, noch ein bisschen Wasser gemacht, also als Soße. Und danach habe ich Sahne reingegeben, ganz normale Sahne. Und habe noch so Kokosflocken rein vom Bioladen, also ja, vom Basic, sage ich mal. Ich kann später auch noch mal in die Kamera halten, was ich da genau verwendet habe und was ich für gut halte. Und ja, Leute, ja. Das ist ja hier alles fertig. Ich habe die Knödel gerollt. Das sind Nürnberger Knödel. Also es ist so eine Mischung zwischen Nürnberger Knödel, trifft auf Shiitake, Asien. Also sozusagen ein, kann man sagen, ja, das ist Ja, es so ist so ein ein Stilmix, kann man sagen. Ja, Stilmix, genau. ja. Okay, und wie würdest du das Gericht dann bezeichnen? Wie würdest du, welchen Namen würdest du geben? Ja, also schwierig zu sagen. Ich weiß es noch nicht. Der. Nürnberg trifft auf. Ja, also japanische Shiitake-Pilzkreation, so. Ja, So etwas, ja. Shiitake-Pilzkreation. Ich weiß noch gar nicht, was Nein, ich nein, nein, Gericht nein, muss ja dazu nicht. Das ist ja nenne. egal, ist ja vollkommen egal. Das ist ja ganz egal. Das ist, nein, ich sag jetzt halt rein, nennt man das halt Ja, rein hier mir so. fällt später noch was ein, was ich dazu sagen. Situativ, situativ halt. Okay, gut. Also Nürnberg trifft auf Ja, ist ein Cross. Asientraum. In der Musik sagt man Crossover. Ein Crossover ist das. Trifft auf Asientraum. Ja, genau. Okay, sehr gut. Ja. Das ist doch was, ja. Okay. Okay, gut. Jetzt schaue ich noch mal ganz kurz rein. Unreif Okay, oder so. genau. Das sind dann praktisch die Pilze. Ja, Koriander, frische, also so. Man kann frischen Koriander nehmen. Ich Okay. habe jetzt so diesen Iglo. Ich will jetzt keine Schleichwerbung Nee, der ist machen. schon raus. Das ist raus. Ja, das sollte jetzt keine Werbung für Iglo Nein, nein, sein. das ist doch Werbung für Eskimos. Für Eskimo Hausbaugesellschaften. Auf jeden Fall ist es Koriander. Man kann gefrorenen Koriander nehmen, man kann frischen Koriander nehmen. Also im Shop der Koriander, das sah es ziemlich müde aus, deswegen habe ich jetzt gefrorenen Koriander genommen. Jetzt ist das sozusagen auch. Also ich mache das gerne mit den Stäbchen, weil man das gut vermengen kann. Und ich habe das für Oma Reis, nehme ich das auch her, was ich gestern gemacht habe.
Das kann ich mal auch in einem anderen Video zeigen oder erklären. Also ich kann jetzt mal erklären, Chaos immer bei mir. Ja, okay, gut. Und zwar ist es dieses Premium-Qualität Kokosmehl, farinende Coco. Ah, nicht schlecht. Genau, und das habe ich zum Andicken der Soße genommen. Ah. Dann die Oystersoße. Mhm. Da habe ich eine original thailändische Soße und es ist wichtig, diese herzunehmen, weil die beste Qualität hat und den besten Geschmack hat. Und man kann es für Soßen verwenden, für Omurice sowieso, da braucht man das. Rosinensoße ist auch super, also Sahne, ganz normale Sahne, Shiitake-Pilze, die habe ich heute besorgt und Nürnberg Knödelteig. Genau, das sind jetzt keine Croutons drin. Also und dann ist es auch, wenn jetzt jemand Veganer ist oder so, für den ist es doch auch geeignet. Es ist, Veganer, okay, es ist kein Ei drin. Mhm. Aber dadurch, dass es Sahne ist, müsste, gibt es die Variante, also mit dem Kokosmehl, das geht auf jeden Fall, das ist vegan. Der müsste halt dann Sojasauce nehmen. Mhm. Oder Kokosmilch kann er gleich nehmen für das hier. Ah ja. Also dann ist es komplett vegan. Ja, genau. Also das kann man durchaus machen. Oder also, diese Lupinienmilch und so. Das ist also ganz koscher, genau. Das gibt's man vergeht sich da nicht.